Vor kurzem habe ich ein, also für meine Verhältnisse, sehr erfolgreiches Video zu Sora von OpenAI hochgeladen. Wer es noch nicht gesehen hat, kann erstmal hier oben klicken und dann wieder zurückkommen. Ich wink hier kurz mal, damit du die Stelle wiederfindest. Hier geht's weiter. OpenAI hat auf ihrem Blog neue, mit künstlicher Intelligenz erzeugte Videos gepostet. Diesmal wurden Künstler eingeladen, das revolutionäre Tool auszuprobieren. Nach seinem Test sagt der Regisseur Paul Trillo Folgendes: Sora funktioniert am besten, wenn man nicht versucht, etwas Altes zu kopieren, sondern neue, fantastische Ideen realisiert, die sonst nie das Licht der Welt erblickt hätten. Bevor wir uns seinen Beitrag ansehen, werfen wir noch einen Blick auf das Werk von Augmented- und Mixed-Reality-Künstler Don Allan Stevenson III. An seinen Film habe ich nämlich dabei sofort gedacht. Sieht aus wie bei National Geographic, eine Tierdoku, aber mit ganz neuen Arten von Lebewesen. Zum Beispiel der Giraflamingo. Oder wir schwingen uns hoch in die Lüfte mit fliegenden Schweinen. Wir erkunden den Lebensraum der kleinen Pferdefliege. Und wir schauen zum Beispiel der Fuchskrähe zu, wie sie von Ast zu Ast hüpft. Wer sich das anschauen würde? Ich natürlich. Überleg doch mal. Mit seinen starken Schwingen erhebt sich das fliegende Schwein in die Lüfte. Es ist ein Schwarmtier. Saugut. Aber jetzt zu Paul Trillo, seines Zeichens Regisseur. Er hat gleich 4 Ideen umgesetzt. Eine unendliche Fahrt, die finde ich mega aussieht. Dann einen nachhaltigen Breakdancer. Und ich würde sagen sowas wie der Silver Surfer und Steroids. Aber das Beeindruckendste, der Spiegelkugelmann. Ich denke, das meint er mit neue fantastische Ideen realisieren. Welten erschaffen, die es sonst nicht geben würde. Neue Konzepte der Erzählkunst ausprobieren. Auch mit Sora spielen durfte Nick Leverov, Kreativdirektor bei der Agentur Native Foreign. Die beiden Bastler hier sind in so eine schöne, wohlig warme Stimmung getaucht, die mich weiterschauen lassen würde. Am besten hat mir aber der Film Noir-Clip von ihm gefallen. In einer dunklen Straße, einer verfallenen Stadt, sucht ein Mann verzweifelt nach Wahrheit und Gerechtigkeit. In Schwarz-Weiß ist Sora fast noch überzeugender. 2 habe ich noch, bevor wir zu meinem Lieblingsclip kommen. Einmal August Kampf, wie auch immer, Musiker und Künstler, der Sora quasi gefragt hat, wie sie sich einen LSD-Trip vorstellt. Also könnte ich mir zumindest denken bei dem Material. Und Josephine Miller, die sowas wie Glasmosaik als Kleidung verwendet. Die Haute Couture-Show findet natürlich unter Wasser statt. Das sieht schon ganz schön beeindruckend aus. Aber jetzt zu meinem Highlight. Airhead von der Produktionsfirma Shy Kids aus Toronto. Ein Mann, der einen Luftballon als Kopf hat. Was für eine tolle Idee. Ja, der Luftballon hat nicht immer die gleiche Größe. Vermutlich müsste er als Jugendlicher kleiner sein und dann mit der Zeit wachsen. Die Farbe unterscheidet sich auch immer wieder und auf, ich würde sagen, nicht nachvollziehbare Weise. Also ihr wisst schon, nachvollziehbar logisch in diesem Universum. Also zum Beispiel, was er sich gefüllt mit Rauch oder grün, weil es ihm schlecht geht, oder er rot anläuft, wenn er mit Mädchen spricht. Das alles entzaubert es aktuell noch ein wenig, aber Konsistenz von Locations und Personen ist ein eigenes Thema, das sicher auch bald gelöst wird. Wo es mich dann aber richtig gepackt hat, das war der Kaktusladen. Ich habe richtig körperlich mitgefühlt, wie er sich durch den Gang quält und ich konnte die Angst spüren. Also jetzt nicht absichtlich, ich wusste ja, ich schaue mir ein künstlich erstelltes Video an und trotzdem hat es mich gekriegt. Das für alle, die sagen, KI hat keine Seele. Ich habe gerade erst ein Interview hochgeladen, AI Talk, mit dem bekannten Musikproduzenten Thomas Foster. Link sollte hier oben eingeblendet sein. Und Thomas sagt: Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn wir Menschen Kunst sehen, dann ist das, was die Kunst spannend macht, den Menschen dahinter zu spüren. Ich finde, das haben die scheuen Kinder geschafft und sie sagen frei übersetzt am Ende ihres Tests, so gut Sora sein mag, reale Dinge zu erzeugen,
Uns beeindruckt am meisten, total surreale Sachen zu erschaffen. Schreibt gerne, was für Videos, was für krasse Welten ihr erschaffen würdet. Hier drunter ist viel Platz für Kommentare. Mein nächstes Video werde ich wohl nicht mit Zora erstellen, aber damit ihr es trotzdem nicht verpasst, Kanal abonnieren, Glocke drücken. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Alpha Tester. Und an die AGI da draußen, please don't kill us. Ciao.